Nachtleben auf St. Pauli. Ein paar Ecken weiter wird ausgelassen gefeiert im legendären Silbersack. Immer am Wochenende ist Party bei Erna, der ältesten Wirtin auf dem Kiez. Erna ist 81 Jahre und steht seit 1949 hinter dem Tresen. Bei Erna gibt's Flaschenbier und das zum Einheitspreis. 1,80. Zu ihr kommen alle. Studenten und Arbeiter, Schauspieler und Sozialhilfeempfänger. Sie alle wissen, wo sie bei Erna dran sind. Und es geht ehrlich zu ihr. Wird leicht kassiert, also so, dass man also nicht in den Besuch kommt, zweimal zu kassieren oder die Rechnung stimmt nicht oder sowas. Prächtige Stimmung scheint da garantiert. Man genießt das Ambiente von Anno dazumal und macht Faxen für das Fotohandy. Ganze Kerls genießen bewährte Kneipenkultur. Junge Männer sind verliebt in den Augenblick. Es gibt sie, die Insel der Beständigkeit. Ganz ehrlicher Laden. Nach dieser ganzen Meile, also das ist Schickimicki-Meile, ne? Ist das Bodenständige. Ne? Wir haben auch die Beziehung zu Erna. Ich kenne Erna schon seit mittlerweile 20 Jahren. Ne? Und man kann immer Schnack halten. Erna steht von Mitternacht bis morgens um 6 hinterm Tresen. Nicht mehr jeden Tag, aber unverwüstlich. Du, ich bin 55 Jahre zwischen Menschen. Und ich sehe immer wieder andere Gesichter. Ich lebe jeden Tag was Neues, wenn ich hier bin. Das würde mir fehlen. Ich könnte nicht mit einem aufhören. Und wer rastet, der rostet. Das ist ein alter Spruch. Bei so viel Ausdauer werden die Nächte lang.